So, zuerst benutze ich so einen Make-up-Schwamm und die erste Farbe ist Essence Multi Dimension XXL in Fall for Me, die Farbe. Und davon nehme ich ein bisschen drauf auf den Schwamm. Und gehe damit fast über den ganzen Nagel. Also vorher habe ich schon ein Base drauf getan. Ich kann es mir schnell zeigen. Also als erstes dieses Essence Nagelhärter. Dann, nee, das ist der Nagelhärter. Das da ist Nail Repair. Ah, Hilfe. Und dann dieses Protecting Base Coat. Und jetzt mit diesem blauen Lack. So über den, fast über den ganzen Nagel, also. Also wenn da an der Seite was verschmiert ist, ist kein Problem, das kann man dann nachher wieder sauber machen. So, dann nehme ich die Farbe von P2, Color Victim, und das ist Unforgettable, die Farbe. Nehme ich diese Seite hier. Und da auch ein bisschen Farbe drauf. Und das kommt dann ungefähr auf die Hälfte vom Nagel, so dass man oben noch ein bisschen von diesem Hellblau sehen kann. Und ein bisschen versuchen zu verblenden, ohne dass man halt jetzt den Lack verschiebt oder okay. Die nächste Farbe ist auch von P2 Color Victim and So Cool. Und wo mache ich das am besten drauf? Vielleicht da. Und das kommt ungefähr auch wieder auf die Hälfte von diesem, ja, türkisblau. Noch mal ein bisschen. Das sind die Farben ein bisschen verblendet. Okay, das war jetzt zu viel getupft. Aber das macht nichts.
Dann nehme ich dieses Crackling Nagellack von P2 in Schwarz und davon nehme ich nur ein bisschen auf dem Pinsel und einfach nur ein paar Striche drüber. Und dann warten, bis es dann aufgecrackelt ist. Dann nehme ich von Essence Color and Go dieses Space Green, ist schon fast leer bei mir, und gehe damit noch mal praktisch über den ganzen Nagel. So sieht es dann aus.